Stimmen. Ja, Schnuffi ist ein schöner Name. Anna, weißt du, wo man mehr ist? Das ist ein Pudel. Den Kati! Er hat dir da mit dem Kopf eingetreten. Julian, pass auf. Absichtlich. Sie soll sich mit ihrem Hundeheim anderswo ausbreiten. Mutti, noch ein Handtuch bitte. Man kann hier schon keinen Schritt mehr machen. Wegen ihrer Baumaus. Ach, Julian, ich weiß sie doch. Okay. Wenn ich nur einen einzigen lebendigen Hund hätte. Dann wäre das doch meine Macht größer. Als jetzt schon ist. Mit Sicherheit. Alleine mal. Anna, du weißt selbst, dass du schon Schwierigkeiten hast, deine Sachen aufzuräumen. Es würde mir aber mehr Spaß machen, wenn wir zu zweit wären. Du hast doch nicht. Wuff, wuff. Du bist doch kein Hund. Anna, weißt du, was es bedeutet, einen zu haben? Wenn du von deinem Bett trinken und genug hast, dann kannst du sie ruhig in die Schachtel legen. Zum Beispiel, wir fahren am Wochenende weg. Die beiden hier auf dich und füttern musst du sie auch nicht. Und Gassi für euch, Schwester. Julian, dein Wolf wurde nicht mehr küchen. Julian hat recht, Anna. Und streicheln musst du sie auch nicht, wenn sie traurig sind. Und sag bloß, dass du mehrmals am Tag mit ihm rausgehen wirst und sogar die Häufchen in den Bett räumen würdest. Und wer soll für ihn Steuern zahlen? Vati. Natürlich, für die Tierarztrechnungen, Sonderfutter. Ich würde mich beteiligen. Ja. Ich schlafe doch lieber mal vor dir. Das war eine Brust, ja. Schön, du musst den großen Landtag mal an. Du legst noch die Besserung. Ja? Gut. Ist der von mich? Was ist denn hier? Aus dem Tierheim. Ich dachte, wenn wir schon einen Mann zu uns gehen, dann aus dem Tierheim, wo die Hunde nicht ausgesetzt werden. Warum ausgesetzt? Ja, oder abgegeben, weil man sich nicht bei uns gekümmert hat. Aber das muss man machen. Und da habe ich sie gefunden. Eigentlich wollte ich dich ja mitnehmen. Aber dann wäre es ja keine Überraschung mehr geworden. Aber ich dachte, er gefällt dir genauso gut wie mir. Hm? Nein. Ja, nein, Anna, Juri, wenn das klar ist, er gehört euch beiden. Ja? Gehört er. Ich habe heute Geburtstag. Ja, die hört er auch. Ach, streitet euch nicht, er gehört euch beiden. Wie ich das schon sagte, Anna, obwohl du heute Geburtstag hast, du wirst dich beide um ihn kümmern. Und wer sich meistens mit ihm abgibt, bekommt die größte Zuwendung von ihm. Der Hund ist ein Rüdeltier und die Anordnung muss ihn dafür. Ja, mir gedacht, du doch. Du musst doch heute gar keinen Film machen, wir später kommen. Du, Claudia, nochmal danke für dein Buch. Und stell dir vor, ich habe einen echten Hund bekommen. Und den werde ich Tina nennen. Wenn du wieder gesund bist, kannst du ja einmal mit ihm. Oh, ich muss jetzt schnell zu meinem Hund. Also, auf Wiedersehen. Ja, Tina. Du bist ja mein Hund. Warum schnappst du meine Torte weg? Damit unser Tina nicht schlecht wird. Du glaubst doch auch nicht an ihren Knochen rum. Sie haben andere Wagen als du. Wenn ich schlafen gehen lassen, nichts mehr zu trinken bekommen. Sie ist zwar so gut gestorben worden, aber... Anna, hörst du, Florian? Wenn sie an der Tür hinaus sollte, müsste sie sofort rauslassen. Komm, Gina. Thank you.
Na, die hol ich gleich mal her. Anna hat sich sicher mit irgendwas abgefüllt. Steht dort, wie man sich einem fremden Hund nähern soll. Und so!
Gabel, Kinder, vermisst dich nicht. Wir kümmern uns um sie. Gina ist ganz brav, aber leider hat sie Papas Schuhe zerbissen. Was sollen wir jetzt bloß mit den anderen Schuhen machen? Komm bald wieder zurück. Ich freue mich schon, wenn Gina und ich wieder mit dir spielen können. Deine Anna und Gina.